Seit frühester Kindheit war ich von der Tiefsee fasziniert. 200 Meter Tiefe? Langweilig. 1000 Meter Tiefe? Nicht der Rede wert. Nein, tief unten im Meer, an die 2000 Meter unter dem Meeresspiegel, beginnt die Tiefsee. Die Lebewesen, die dort leben, werden nie das Sonnenlicht erblicken. Das einzige Licht, das sie kennen, ist das, welches sie selbst erzeugen. Dort unten, in der Dunkelheit, da sind die Monster. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Kreaturen Lovecrafts, wie Cthulhu und Azathoth. Aber tief im Inneren wusste ich, dass das nur Fiktion war. Nein, die wahren Monster in dieser Tiefsee sind Tintenfische, die größer sind als ein Haus und deren Schnabel ein Auto zerschmettern könnte. Legionen von Krabben, die Größe von Kleinwagen haben. Selbst in Gefangenschaft wird ein Goldfisch unweigerlich so groß, wie sein kleines Aquarium fassen kann. Dasselbe gilt auch für alle anderen Fische im Meer. Wie sollten wir auch wissen, wie groß sie werden können? Der Mond ist besser erforscht als der Meeresboden und die Wesen, die dort leben. Dieses Mysterium war für mich der Ansporn für mein Studium, bevor ich schließlich in einem bekannten Forschungsinstitut auf Guam arbeitete. All dies hat zu der heutigen Expedition geführt. Heute werde ich endlich mein Xanadu sehen, den Marianengraben. Er liegt fast 7 Meilen tief unter Wasser und erreicht eine Tiefe von über 11.000 Meter. Irgendwo auf dem Grunde dieser Tiefseerinne gibt es unglaubliche Bestien von ungeahntem Ausmaß und Schönheit. Im Laufe meiner Karriere habe ich mich als beharrlicher, vertrauenswürdiger Wissenschaftler erwiesen. Ich hatte außerhalb meiner Arbeit kein Privatleben und konnte mich so ganz auf mein Ziel konzentrieren. Vor Monaten stahl ich die Schlüssel für den Lagerraum und die Emma, das alte Expeditionsschiff der Abteilung. Ich ließ Kopien davon anfertigen und brachte die Schlüssel am nächsten Tag zurück. Falls es dort jemand bemerkt hat, hat er kein Wort darüber verloren. Im Laufe der nächsten Monate verschwanden Ausrüstungsgegenstände aus dem Labor. Ein Tauchanzug hier, eine Sauerstoffflasche dort. Niemand würde es wagen, den engagierten, altehrwürdigen Forscher zu verdächtigen. Vielleicht würde ein armer Forschungsassistent als Bauernopfer herhalten, doch das ist nicht mein Problem. Ich machte heute Nacht Überstunden und habe meinen Kollegen gesagt, dass ich nur noch auf ein paar Ergebnisse warten muss. Sie dachten, das nervöse Zittern käme von meinem Koffeinkonsum. In Wirklichkeit konnte ich es einfach nicht erwarten, dass sie endlich verschwanden. Als der Letzte die Station verließ, wartete ich noch 30 Minuten ab. Dann packte ich die Ausrüstung und machte mich auf den Weg zur Emma. Es ist unmöglich, 10 Jahre lang als Meeresbiologe zu arbeiten, ohne ein Boot fahren zu können.
Ich manövrierte die Emma sanft aus dem Dock und wusste, dass es keinen Alarm geben würde. Trotzdem schaltete ich alle Lichter des kleinen Forschungsschiffes aus, bis es außer Sichtweite war. Ich hatte eine Fahrt von Hunderten von Meilen vor mir und ich wusste, dass ich kein Risiko eingehen durfte. Meine Mühen durften einfach nicht umsonst gewesen sein. Das Boot war nur etwa 25 Fuß lang, es war nicht für lange Fahrten gebaut, aber ich wusste, dass es mehr als genug Treibstoff für diese eine letzte Reise hatte. Als ich am Ziel angekommen war, sah ich die Sonne im Osten aufgehen. Ich wusste, dass meine Abteilung das Fehlen des Schiffes bemerken würde. Bald würde ihnen auch auffallen, dass ich seit einem halben Jahr keine wesentlichen Fortschritte gemacht hatte. Ich tat immer nur gerade so viel, damit niemand zu genau hinschaute. Aber wer sollte mich schon in Frage stellen? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, ob ich mich an ein einziges Gesicht meiner Kollegen erinnern könnte. Doch nichts davon ist jetzt wichtig. Das Einzige, was zählt, ist, wo ich bin. Ich blicke hinunter auf den dunkelblauen Ozean. Er liegt vor mir, lauernd, will gesehen und gefühlt werden. Der Marianengraben hat mein ganzes Leben lang nach mir gerufen und jetzt kann ich diesem Ruf endlich folgen. Ich kann kaum den Reißverschluss des Neoprenanzugs zuziehen, so sehr zittern meine Hände. Ich reiße den schweren Sessel aus der Verankerung und binde ihn mit einer Kette an mein Bein. Ich habe meine Maske mit einem Sender versehen, der meine Worte direkt in diese Datei abspeichert. Sobald die Übertragung beendet ist, wird sie bei jemandem landen, dem ich vertraue. Das sind Sie, nehme ich an. Und damit sind meine Vorbereitungen abgeschlossen. Mein Lebenswerk vollendet sich in diesem Moment. Ich werfe einen letzten Blick auf meine süße Emma und den Himmel über ihr und schließe dann meine Augen. Ich halte den Stuhl fest und lasse mich rückwärts in die Tiefe sinken. Es ist kalt, aber das macht mir nichts aus. Ich kann spüren, wie sich der Druck verstärkt und mich zu Hause willkommen heißt. Die Umarmung des großen Alten. Hinunter, hinunter, hinunter. Ich wünsche mir nur, dass ich mehr sehen könnte. Ich spüre, wie meine Maske zerbricht. Ich fühle es näher kommen. Bald werde ich dem Ozean von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht, werden wir eins werden. Und ich werde größer sein, als du es dir jemals vorstellen kannst. Ich werde eine wunderschöne Kreatur werden. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.